In Deutschland werden täglich ganze 3,1 Millionen Döner gegessen. Auf das Jahr gerechnet sind das über 1 Milliarde. Deshalb, Freunde, dachten wir uns, wir müssen den besten Döner in München finden. Und dafür sind wir auf die Fanmeile in München gegangen. Mission, Freunde, schien zunächst einfach zu sein. Wir fragen einfach jeden, den wir treffen, wo wir den besten Döner finden. Wer ist unser erstes Opfer? Sagt mal. Entschuldigung. Wir suchen den besten Döner Münchens. Wir suchen den besten Döner Münchens. Am Ende haben wir echt einfach nur Körbe kassiert. Schaut selbst. Entschuldigung. Wir suchen den besten Döner Münchens. Auf jeden Fall noch auf den Olympiaberg rauf. Wo gibt's denn Nüsse? Ich glaube, meine Anmachsprüche funktionieren nur auf Döner und nicht auf Frauen. Döner Münchens. Der kommt ja gar nicht. Was ist aus München? Balkanstadt. Wissen wir den auf jeden Fall. Der kommt auf die Liste. Er sieht aus wie Harry Potter mit einem Boxerschnitt, fällt mir gerade auf. Ja. Harry Potter aus Bronx. Marty, für wen bist du? Der Bulgarin. Das große Problem für diese Frage. Bin ich der falsche Ansprechpartner? Essen Sie keinen Döner? Doch, aber ich komme nicht aus München. So, woher kommst du? Aus Berlin. Wo gibt es in Berlin den besten Döner? Da gehen wir auch mal hin. Auch das ist meine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich bin Vegetarier. Ja, vegan Döner. Nee. Entweder richtig oder gar nicht. Okay. Wir hatten wirklich kein Glück. Einfach überall Vegetarier. Ein neuer Plan musste her. Lass uns erstmal ein Bierchen holen, würde ich sagen, oder? Für die Stimmung. So. Bereit für die Fahrt deines Lebens. Was ist los? Handbremse war noch an, Digga. Jetzt. Freunde, heute testen wir den größten Döner Münchens. Und wir dachten uns, wenn es der größte Döner Münchens sein soll, dann müssen wir natürlich das Ganze mit einem fetten Transporter holen, weil sonst passt es ja nicht rein. Bevor wir den größten Döner testen, gebe ich euch eine kurze Fahrstunde. Schaut zu und lernt. Oh, komm ich hier durch. Der Brille fährt Auto kaputt. Bruder, machst du Ferrari? Bruder, mach doch nicht so stark, wir haben Ware. Ware welche, Bruder? Droge. Bruder, wird gesperrt wie du. Bruder, hör auf Ferrari zu machen, du behindert. Oh, wir haben jetzt Bordstein mitgenommen, egal, passiert. Bruder, du fährst echt wie ein Behinderter heute. Bruder, Junge, du kleine Bast. Denkt sich auf mit seinem Porsche, komm, eins gegen eins. Ja, Bruder, hör mal auf, Dicker. Der Bruder hat Angst. Denkt gut, Porsche geworden, aber ja, Bruder, Mercedes Sprinter. Und jetzt, Freunde, nachdem Dominic Tourette die Straßen in München auseinandergenommen hat, kommen wir endlich zum größten Döner Deutschlands. Ein Döner und drei Dürren draus. Diese fertig, ich mache. Yalla Habibi. Ja. Nein, die kannst du nicht benutzen wegen der Hitze. Die schmelzen halt. So. Der Fladen kommt rein. Mit allen Soßen, gell? Mit allem Meister, wie Spezialität vom Meister. Beim Boss wird bezahlt, bitte. Ich bin Azubi. Zweites Lehrer. Meine Berufsschule ist hier. Tschüss, görüschürüs. Ciao. Was heißt das? Was? Görüschürüs. Auf Wiedersehen. Das ist Radicchio-Salat mit Petersilie und Karotten. Selbstgemachter Pusta-Salat. Ist das sowas wie Turschu, oder? Richtig. Turschu ist eingelegtes. Aber hier hat man auch Solarium inklusive. Ja, hier wirst du schön braun. Sauna. Ich bin schon knusprig. Brunch. Nur Döner wird knusprig. Hast du schon mal diesen der Gerät probiert? Ich brauche für sowas keine Maschine. Ich tue keine Autoteile pressen. Job is not finished. Was sind das für Soßen? Ein Magier verrät nicht alles. Ich habe von dem Master gehört. Ja, die Master ist mit drin. Ich glaube auch, dass ich der Einzige bin, der die benutzt. In ganz München. Was noch besser ist, ist Zwiebeln und Sweet Chili. Was sagst du zu Granatapfel? Da haben wir alles schon. Es gibt Soße mit Granatapfel, das ist besser. Aha. Aber so mit Granatapfel rein, da sind Kerne drinnen. Das ist dasselbe Fleisch wie da hinten, oder? Nein, bei dir ist es halt gemischt. Das ist der Partydöner. Das sieht aus wie Everest, ne? Ja. Habe ich hier schon Kunden gehabt, die sind mit einer Stoppuhr reingekommen. Ja, wir haben uns davor auch überlegt, hast du nicht Gedanken gemacht, so Challenges zu machen? Ja, für eine Challenge müsste ich meinen Laden zumachen. Ja, stimmt. Also das ist nicht, weil ihr da seid, mein Partydöner wird immer so gemacht. Sie haben eine mal gewogen, irgendwas mit über 5000 Gramm, also über 5 Kilo. Was sagst du an Kalorien? Was ja, eine Woche, glaube ich, hat man keine Lust mehr. Ich habe ihn auch mal selber gegessen, ja, aber sehr schwer. Ich konnte danach, obwohl ich hier arbeite, 3 Wochen keinen Döner mehr essen. Was ist ein Monster, ich sag's dir. Vorsicht, ich brauche den Platz, Jungs. Franz, das ist crazy.
Der hier ist von der MVG, die kommen auch bei mir. Sagst du deswegen die 16 immer zu spät? Richtig. Jetzt wisst ihr, warum immer die Tram zu spät kommt. Um nochmal sicher zu gehen, mit dem Messer wird es geschnitten. Ja, also wie groß das Ding ist. Fast so groß wie eine Elle. Excuse me, guys. Den vier dann schneiden, oder? Oder ganz lassen? Wie würdest du empfehlen? Ich würde ihn ganz lassen, wie Pac-Man eben. Zu dritt und dann in der Mitte irgendwann mal treffen. Romantik. Das richtig. Mit Wein oder ohne Wein, Kerzen, ohne Kerzen. Vielleicht noch einer, der spielt hinten. Wo? Sehr, sehr saftig. Wie entwickelt man sowas? Also wie man so, ja, entweder man lernt von einem anderen, wenn man etwas übernimmt. Mhm. Und dann kann man das so weiter übernehmen oder du tust immer was draufpacken. Scheiße, aber warum bin ich unser Panzer-Tät mitgenommen? Da hab ich schon. Bist du alleine heute? Alleine, er. Ehrliche Worte. Ich habe hier Leute kommen sehen. Zu zweit. Einen nicht geschafft. Aber ich muss diese Dame erzählen. Hier ist eine Dame reingekommen. Sie hat gesagt, einen Partydöner. So. Also nicht extrem oder durch, sondern dezent. Eine Mezzomix hat bezahlt, hat sich hinten hingesetzt mit dem Rücken zu uns, ist ungefähr nach einer halben Stunde aufgestanden, hat so viel Mezzomix übrig gelassen, 1,25 Liter, hat das Tablett genommen, hier oben hingestellt und hat gesagt, Dankeschön und ist gegangen. Jetzt alles aufgegessen. Und ich habe nur noch innerlich gesagt, oha, tschüss. Jetzt kommen wir zum besten Teil. Das Essen. Preis erfahrt ihr am Ende. Wir haben bezahlt und dann gab es noch ein bisschen Romantik. Friends, wir haben hier einen Wolf im Schafspelz. Boah. Freunde, gebt euch dieses fette Teil. Noch nie so einen fetten Döner gesehen. Preis natürlich erfahrt ihr am Ende. Mir fließt schon die Spucke. Drei Lagen Fleisch hat der Pulli drauf gemacht. Ich glaube, ohne Spaß, eine Wette, ich könnte sie locker selber alleine auseinandernehmen. So, dann schon. Direkt von der Mitte ein Fleischstück nehmen. Boah. Schmeckt krass, oder? Boah, gibt euch diese geilen Fleischfetzen. Das also, ist unsere ganze Fleischfetzen. Hör mal auf. Dieser Döner ist was für echte Männer. Jetzt holen wir den Dönerboss Alex zu uns. So, stimmt, oder? Lass mich einfach reinbeißen. Oh, was ein Löwenbiss. Schaut euch an, das ist Doppelte von mir. Du bist auch kleiner Mann, ich bin großer Mann. Mach direkt halbe Döner mit deinem Biss weg. Man kann nicht aufhören, ihn zu essen. Wenn du den Partydöner von Turis schaffst, dann bist du ein richtiger Mann. Das ist echt Handschüttel-Döner. Mit Bart kannst du später deine Familie ein halbes Jahr davon ernähren. Direkt Brote schmieren dann später. Mach mal vor. Bruder, du machst so. Zack, zack und dann pop, pop. Wer sagt, dass dieser Döner zu wenig Fleisch hat? Der soll sich verpissen von YouTube, von Deutschland einfach. Wir haben gehört, ein paar YouTuber haben Scheiße gemacht. Wir werden die nicht nennen, aber wenn sie das sehen, meldet euch bei uns. Wir machen 1 gegen 1. Wer den Döner als erstes packt? Ihr habt es gehört, wer diesen Döner als erstes packt, bei diesem 1 gegen 1, der Verlierer muss seinen Kanal löschen. Raus aus YouTube. Freunde, der Döner hat wirklich, wirklich krass geschmeckt. Aber diese Ausmaße, oh mein Gott, es war ein richtiger Kampf, es war ein richtiges Massaker. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis wir diesen Döner auseinandergenommen hatten. Aber es hat sich gelohnt. Und jetzt kommen wir zur Bewertung. Jetzt erfährt ihr, für wie viel Euro ihr diesen Döner beim Furi bekommt. Es fühlt sich gerade nicht real an. Jetzt kommt zur Bewertung. Ich würde sagen, das Ding, was Ausmaß angeht, war das schon eine 10 von 10. Fleisch war frisch. Fleisch war saftig. Einen sehr, sehr, sehr guten Döner, 9 von 10. Schreibt mir einfach, wo ihr einen besseren Döner findet. Aber ich denke, es wird schwierig sein. Ich habe euch nur den Preis nicht verraten. Ihr bekommt diesen Döner, diesen Party-Döner, mit einem Getränk dazu. Und das Ganze kostet 30 Euro. Preis-Leistung 10 von 10, sag ich mal so. Furis Döner am Effnerplatz. Es gab YouTuber, die haben mal geschossen gegen diesen Döner. Ich weiß nicht, mit welcher Begründung. Schreibt mir und wir klären das hinter der Kamera. Es folgen auf jeden Fall noch geile Videos. Der Furi hat was Krasses für euch vorbereitet. Und wir werden das erste Kamerateam, das dieses... Wie bei Galileo. Ich erzähle nicht mehr viel, ihr werdet es nicht in den nächsten Videos sehen. Friends, vergiss nicht, Döner macht schöner und hiermit verabschiede ich mich. Und abonnieren. Ciao. Vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank für deine Zeit. Toi, toi, toi an euch und für eure Zukunft.